Läufst? Ja, okay. Auch rein. Willkommen, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Ich bin's, euer JP. Viel Spaß beim Gucken. Ciao. Mega Farbe, mega Auto, alles geil. Also wirklich, Hut ab. Hör mal, kennst du das hier? Sagt dir das was? Audi Zentrum Koblenz. Ja, das hast aber du doch. Jetzt habe ich mir zusammengereimt da oben. Ah ja, nee, das hast du auf dem Audi A80. Du hast einen Audi A80 aufgebaut in deiner neuen Halle. Der 5-Zylinder. Genau, der 5-Zylinder. Den Style, den du gemacht hast. Stimmt. Ja, sag ich doch. Das ist Audi Zentrum Koblenz. Stimmt. Die haben den entwickelt, die sind damit gefahren mit dem Stuck und... Aber nicht mit meinem Motor. Nein, genau, weil die hatten noch einen 4-Zylinder. Genau. Und du bist der 2 Liter Sauger hatten die. Du hast 5-Zylinder gemacht. Da kannst du mal gucken. Stimmt. Aber das Logo ist anders geworden, ne? Ja, ist ein bisschen anders. Und die, also sagen wir, der Martin, der berät mich halt immer gut und heute habe ich halt den bekommen und ich muss mich noch entscheiden, also ich muss noch gucken, wo die Reise hingeht. Ja. Aber ich finde den schon cool. Das grüne Nähte? Ja. Da bin ich ja schon neidisch, ne? Weißt du, wie viel Leistung der hat? Von wer? 415, glaube ich, ne? 20. 24? 400. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Jetzt bin ich habe es geschafft, nach deinem Video bin ich, keine Ahnung, abgegangen, kann mir so ein Auto leisten, ja? Ja. Da ist ja eine richtig geile Abgasanlage. Wenn du die fährst, du merkst schon, dieses aggressive, dieses Poltern, das ist der Wahnsinn. Das ist aber auch sehr viel digital, ne? Sehr viel programmiert. Ja. Kann man da noch was machen? 100%. Nein, das ist die Sache. Also soll oder nicht soll, ich muss ja ehrlich sagen, wenn man jetzt Autos vergleicht, zum Beispiel damals ein Golf 4 Jubiläum, Jubi da rauskam, da war ein Auto, wenn du Klang magst, war das Auto ja für dich nicht befriedigend, weil das war einfach Und jetzt muss man überlegen, was ein Golf 7 oder ein S3 aus 2017, was der dir an Sound in die Ohren ballert, muss, ist immer die Frage, der Mensch wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Mach mal an. Ich kenne das Ding. Also das ist halt die Frage. Der Mensch will halt immer mehr Sound. Das hört sich jetzt natürlich super an. Was ich cool fand, wir hatten ja ca. 160 Kilometer Anreise, ja? Mhm. Du schaltest den auf Westerwald. Okay, cool. Du schaltest den. Es geht nicht um Werbung für das Auto, ne? Nein. Das um Himmels Willen. Es geht um das Schweißgerät. Das Schweißgerät. Was ich sagen wollte, wenn du den auf Komfort schaltest. Ich weiß, still. Geil, ne? Total entspannt. Ich hatte Angst heute mit dem zu fahren. Ich dachte, ich komme hier raus und bin patschnass. Ne? Ja. Du kannst doch runter schön auf Dynamik schalten und die Frauen gucken, dass du so ein bisschen vorwärts bist. Kennst du ja. Ne? Machst du jeden Tag. Nee, wenn du wüsstest, was ich jeden Tag fahre, da will ich dir nicht verraten, weil dann ja, weil du zu, viel, zu viel Zeitblase. Ich meine, du hast ja einen Lamborghini gehabt. Ich denke jetzt. Lamborghini. Ich habe mir schon vor ein paar Mal erwischt. Ich war bei dir und habe da hinten aufgenommen, die Autos. Das erste Mal so, oh, tolles Auto. Und dann direkt angefasst. Die erste Rüge, das erste Kommentar im Video. Was? Die Autos sicher. Also, aber das ist Volkssport geworden. Über Absperrband. Wenn du bei uns auf der Messe guckst, die Leute packen die Autos an. Ne? Ja. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, mich persönlich stört es gar nicht so doll. Mich persönlich stört es nicht. Ja, du machst es ja dafür, dass die Leute hinkommen exakt. Und gucken. Ja? Exakt. Und wenn man ein Auto, der Deutsche ist halt so extrem, wenn man ein Auto so anpackt, das geht davon nicht kaputt. Ja, du kannst auch so machen, das bringt dir zwar nichts, aber das Auto geht davon nicht kaputt. Jetzt kommen wir mal aufs Thema. Guck mal, ja, genau, komm mal aufs Thema. Wir schweifen ab. Also. Vorsicht. Du vertreibst die Geräte, du machst die Geräte oder? Nein, es ist so. Schweißtechnik ist ja mit der Zeit ein bisschen so untergegangen. Ja? Schweißtechnik heißt, es ist dreckig, es ist nicht schön. Ich habe heute auch gesehen, ihr habt eine Abgasanlage verbaut. Warum ist Schweißtechnik geil? Das gehört mehr bei dir ins... Bei uns die... Wow. Bei uns halt die Sache... ich sehe schon. Ja, ich schon mal kurz hier einen Cutter oder sowas. Hast du es gemacht? Nein, ich habe das mit jemandem zusammen gemacht. Also, ich sag mal so, ich muss dafür eine Woche mich vorbereiten, damit ich das ansatzweise so hinbekomme, aber derjenige, der das gemacht hat, der macht das tatsächlich. Also, ich bin halt Schutzgas. Ich möchte dir nachher was zeigen, du wirst überrascht sein. Haben wir ein Messerchen? Ja, ich hole mal was. Ich würde sogar eine Vermutung anstellen, aus welchem Auto das ist. Ja, das wäre auch interessant, weil ich weiß es nicht ganz genau. Das ist Mini. Nicht ganz, glaube ich. Das ist ja die Downpipe. Das
Das müsste ein Mini sein, vom Winkel her. Doch, doch, ziemlich sicher. Oder? Ich glaube, das ist, du bist, glaube ich, kein Opel-Fan. Da kann auch Opel sein, ja. Ich bin ein ganz großer Opel-Liebhaber, weißt du? Okay, gut, du magst alle Opel. Nee, Opel ist jetzt nicht so ganz meins. Okay. Aber wir freuen uns immer mehr damit. Schneid dich bitte nicht, ja? Ja, mich würde interessieren, deine Meinung zu diesem Teil hier? Ja. Das kann ich jetzt schon sagen, krass. Ja? Es gibt ganz wenige, die sowas können, ja? Und das ist, ich meine, Schweißtechnik ist. Aber eine Sache stört mich, und zwar Flanschdicke hier ist ein bisschen zu dünn. Ja, aber warte mal. Du meinst, weil die noch anschleifen müssen, ne? Nee, ich meine, die Flanschstärke hier allgemein ist halt relativ dünn. So, pass auf, dann sagen wir MH-Pipes, Junge, da musst du nacharbeiten. Nee, an sich funktioniert das schon, weil du hast ja nicht mehr so viel Hitze jetzt hier unten. Ich meine, ganz ey, ohne Spaß, also Schweiß, guck mal, die Qualität ist halt schon abartig gut. Und wieso bin ich heute hier? Versteh mich bitte nicht falsch, das ist keine Kritik. Ja. Aber ich habe in irgendeinem Video deine Wigschweiß gesehen. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, das kann man so nicht lassen. Das stimmt. Das Ding ist nur bei uns ist das Verhältnis, wir machen 6 bis 8 Autos am Tag. Wir haben halt so viele Menschen, die hier sind. Die Schweißsachen, die wir so machen, das funktioniert halt sehr gut und ist halt von der Zeit zu Aufwand her sehr funktional. Ja, ja. Das Ding ist, ich finde sowas privat auch sehr geil. Das Ding ist nur, der Mensch muss das bezahlen. Richtig. Das nächste ist, du siehst es nie, du musst ein Liebhaber sein für diese Art von Sachen. Ja. Wir können sowas auch. Nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das können wir nicht. Ich privat, ich finde es mega geil. Also wirklich mega geil. Und ich habe auch selber Spaß am Schweißen. Das Ding ist nur, es ist halt auch immer eine Frage der Zeit, ne? Das Thema ist auch, die Schweißer werden wahrscheinlich ausflippen, ne? Nicht jeder kann hingehen und das einfach so schweißen. Nein! Das ist wirklich schon. Also ganz klar nein. Also das ist schon, ja. Also die hier oben, die Jungs, das habe ich selten so gut gesehen. Ja. Das Thema ist auch, ich habe gesehen, wenn du auch besser dann verbaust. Was dazu kommt, viele maschinelle Schweißen, die werden ja auch immer krasser. Ja, das stimmt. Ne? Wobei noch, das ist dann mit Mack geschweißt. Und das sieht dann so, du weißt, wie das aussieht, ja, das ja, sieht ja nicht schön aus. Nee, ist halt hier, dick, aber trotzdem halt smooth. Ja, smooth. Aber du hast hier zum Beispiel so ein Auto für 200.000 Euro und du guckst drunter und dich gucken da so graue, wulstige Nieder ja, ja, an. Dann ja, denkst ja du dir, R8. Ja. Aber komm, kommen wir zum Wichtigen. Kommen wir zum Wichtigen. Ich möchte deine Meinung wissen. Ich meine, du hast ja Schweißgeräte, Wigschweißgeräte an, was das angeht. Ich denke, du hast in deinem Leben noch nicht so viele gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das kannst du selber schweißen. Das kann ich dir heute in 5 Sekunden zeigen, dann schweißt du so. So? Genau so. Wenn du willst, wenn du Zeit hast, schweißt du das gleich so. Ja, zum mal her. Das Thema ist auch, ich habe hier nicht einfach eine Maschine aus dem Lager genommen, ich habe die extra für dich gemacht. Erklär mir mal genau, was der Aufwand ist oder was das Prinzip ist dahinter. Was machst du denn daran? Was also, veränderst du denn? Die sehen normalerweise weiß aus. Ja. So, finde ich nicht cool. Na ja. So. Die Black Edition. Die Black Edition, genau. Die habe ich extra für dich gemacht. Mhm. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine Tetrix 230 ACDC. Damit kannst du Stahl, Aluminium, Chromnickelschleif schweißen. Mhm. Also solche Geschichten. Ich also wir haben jetzt demnächst haben wir ein sehr lustiges Aluminium-Projekt. Ja, das ist die Maschine dafür. Okay. Siehst du, habe ich doch richtig geraten, dass du das brauchst. Weil das Thema wir machen was, das haben wenige erst gemacht. So kannst du. Und zwar war das eigentlich mal das. Ja. Komm ich. Nee. Doch. Aber das ist ja absolut einmalig. Das gibt's so. Doch, hat schon jemand gemacht. Ich werde das nachher sagen. Aber ist geil, oder nicht? Das ist geil. Das ist cool. Das ist. Ich sag nichts. Ja, schon, also, aber du, ja, ich verstehe. Kann auch in die Hose gehen, aber ich denke, als Versuch ist schon ganz geil. Ich verstehe. Also nochmal, du baust einen Aluminiumtank oder Behälter. Du willst, dass es so aussieht. Ja. Das kannst du hiermit machen. Ja, aber da brauchst du auch ein Händchen für. Ja, also es ist eigentlich ganz easy. Du nimmst den Brenner in die Hand. Wir können ja sowas nachher machen, wenn du brauchst Zeit, dass ich weiß nicht. Zeit habe ich heute gar nicht. Alles klar, gut. Dann machen wir das vielleicht irgendein anderes Mal. Ja, aber gerne. Du bist ein lustiges Kerlchen, das kann ich dir sagen. Ich bin aufgedrehtes Kerlchen momentan. 5 Kaffee? Aber das liegt an dir. Das Kaffee merkt man gar nicht. Das funktioniert mit dem Puls, den du hier einschalten kannst. Du kannst der Maschine sagen, sie soll mit Puls schweißen. Das ist mit Puls geschweißt. Das heißt, du führst den Brenner. Krass. Und die Maschine übernimmt. Natürlich, wenn du hier den machst, ist das. Dann ist es. Schweißtechnik ist die ruhige Hand. Ja. Du musst
sehen, was da passiert. Zum Beispiel hier haben wir das geschweißt, das kriegst du auch hin. Du gehst rein, du zündest, du merkst, wie die Schmelze, dieses Schmelz, was sich bildet. Und dann treibst du es vor dir her. Du musst natürlich gucken, dass du oben, unten mitnimmst und gibst den Zusatz dazu. Und wenn du mit der richtigen Ampere arbeitest, dann verbrennt das nicht, dann sieht das so aus. Und das kannst du auch. Wenn du Bock und Lust auf sowas hast, hast du die Maschine dafür. Und wir haben natürlich sehr viele unterschiedliche Materialien. Das heißt, es verlangt immer wieder, dass du mit der Kraft rauf, runter gehst. Genau, mit der Ampere-Stärke. Wir kriegen das heute alles nicht hier unter, ja? Aber ich kann dir Folgendes empfehlen. Ich würde sagen, wir machen demnächst mal ein Video, ja. Weil das wirklich ganz... Aber ich schule dann den Freak. Den Freak. Den Freak? Der Freak, der das richtig... Krank. Genau. Okay. Und nochmal. Ich wollte eigentlich, dass du das Beste vom Besten hast. Die wird hier in Deutschland gebaut. EWM hast du vielleicht mal gesehen oder gehört. Das ist halt meine veredelte Maschine. Warum mache ich sowas? Die bekommt auch eine Platine, damit du auch einen Brenner mit Anzeige und Fernbedienung benutzen kannst. Das kriegst du so normal da draußen nicht. Ja? Und ich meine, der Preis spricht auch dafür, aber das ist jetzt... Also mit dem, was ich dir heute mitgebracht habe, da kratzen wir schon an die 5000. 4,5. Ja. Gut, du kannst natürlich jetzt nicht als Black Edition, wenn du die jetzt normal nimmst, dann liegst du irgendwo bei 3. Mhm. Aber jetzt verstehst du, ne? Das ist halt Made in Germany. Ne? Zeig mal, wir mal andere Dinge. Ja, aber ich will mal hier in Action sehen hier. Warum habe ich dir das hier aufgebaut? Ja. Ich zeig dir kurz. Das ist ein sogenannter kleiner Wickelbrenner, den hast du leicht in der Hand. Mhm. Und den kannst du... Oh. Ja, das heißt, du kannst überall rein, das heißt Zwangslage. Du kannst hier... kommst du überall rein und das Gute ist, du hast jetzt hier eine Pupa, das ist jetzt auch, finde ich, bei Chronikelstahl ein absolutes Muss. Du kannst von der Seite deinen Schweiß platzieren. Ja. Mhm. Und das ist ein Titanring, der ist dafür da, dass du auch mal auf heißes Material gehalten kannst. Dass der nicht mit Kontakt kommt. Ja, wenn du willst, können wir die kurz anmachen, dann ja, kann bitte. Ich dir die Steuerung ein bisschen zeigen. Dann kannst ja, zeig mal. Wenn ihr jetzt ohne mich startet demnächst... Nee, ich will hier schon mal von dir so ein bisschen was sehen. Du hast ja alles dabei, sehe ich. Schau mal hier, wenn du jetzt den Pin nach unten drückst, dann... Den hier? Ja, nach unten. Siehst du, dann hast du gleich so. Ja. Und standardmäßig, wenn man so eine Maschine draußen irgendwo kauft, dann ist sie ohne so etwas. Und ich finde, sowas gehört dazu. Ohne das hier, ne? Ja, ja. Also nur auf Sonder. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und du kannst jetzt alle Parameter hier abgeben, die du so brauchst. Ja. Ich habe extra die Smart-Steuerung für euch gewählt, weil wenn ich mit der großen Komfortsteuerung angekommen wäre, das hätte euch erschlagen. Ja, du hast hier die wichtigen Dinge wie AC, DC, ja. DC zu Stahl, Edelstahl, Schweiß und Kupfer. AC hast du für alle Aluminiumlegierung, diese harte AC-Strom. Ich habe bei Instagram 100 Seiten, glaube ich, die ich follow, ne? Mhm. Und davon sind zwei Schweißseiten. Weldlife oder sowas. Ja. Und weil ich persönlich und privat halt auch sehr, sehr geil finde. Ja. Ne? Du bist ja viel in dem Auto, was ja auch. Und ich meine, letztes Mal, was ich wirklich viel geschweißt habe, ist jetzt gewesen. Mit 2017, 2010. Ja. Aber da hast du Schutzgas mit. Genau. Täglich. Aber ich bin der Meinung, ich habe zum Beispiel auch welche bei Instagram, die schweißen mit Schutzgas. Ja. Traumhaft. Das kannst du. Es ist ja eine Wickmaschine, ein Wickinverter. Es gibt mit Machtpulsinverter. Wir müssen hier nicht stehen bleiben. Es gibt eine weitere Technologie, die kann ich dir gerne zeigen. Die Hauptsache, ihr seid gut versorgt. Mit der besten Schweißtechnik. Weil was wir jetzt passiert, du hast jetzt da hinten so eine Maschine. Das ist jetzt nicht die tollste, ja? Egal wer das ist. Und, aber jetzt wirst du auch... Wir hatten einmal eine viel, viel bessere. Die war für uns aber von der Handhabung her zu problematisch. Und dann haben wir wirklich wieder den Rotzbecher gekauft. Ja. Und das darf nicht sein. Hierzu gehört eine Schulung und das muss auch passieren. Ja, machen wir. Also die beiden Jungs da, das sind meine beiden Schweißwürste. Ja. Dann nehmen wir uns einen Tag mit denen, dann machen wir die flott, dann können wir das alles. Es gehört halt viel mehr dazu. Aber ich glaube, ich brauche einen Kaffee. Du brauchst noch einen Kaffee? Nein, Mann, Spaß. Ich glaube, dann fliege ich hier. Ich glaube auch schon. Nehmen wir deine Brille. Bisschen flott. Ich bin gespannt. Ja. Sehr. Ich auch. Zu den Einstellungen. Vorbereitet hier schon alles. Genau, zu den Einstellungen. Wir wollen jetzt hier in der Kehle schweißen, ja? Wir wollen jetzt hier eine Verbindung machen. Ja. Das muss natürlich metallisch blank sein. Wir müssen unsere Schutzausrüstung anziehen, Handschuhe, Helm, das machen wir gleich auch. Nicht, das muss sein, ja. Und ich würde das zum Beispiel hier bei der Materialstärke, das sind jetzt 6-7 mm, würdest du auch bestätigen,
würde ich das Ganze, keine Ahnung, ohne Puls jetzt mal mit 120 Ampere anfangen. Dann kannst du hier runterriegeln auf 120 Ampere. Kann ich auch hier drüber, ne? Kannst du auch hier drüber. Automatikschütze, ja, ich zeig dir auch kurz was, damit du verstehst, was hier eigentlich los ist. Der ist schon geil, der Typ. Der ist wirklich schon geil. So, schau mal, das ist halt die ganze Technik, du hast das direkt auf der Nase hin. Ja, Darth Vader gezockt, ne? Ja, genau, so ungefähr. Das ist auch, ich möchte behaupten, jetzt weltweit, ne, wenn du dich umguckst, das ist der beste Helm, den du kriegen kannst. Definitiv. Krass. 500 Euro. Nur der Helm. Guck. Du kannst sieht auch schon sehr geil aus. Aber ich glaube, Kevin musst du mal rausziehen. Ja, ja. Du musst dir das hinten einstellen. Ich habe einen Mini-Kopf. Ich auch. Ja? Russen. Kanisterkopf. Okay. So, sitzt das gut? Kannst du durch gut durchgucken? Gut. Ja? Ja. Wir müssen gleich schauen. Hast du meinen Helm geholt? Ich habe natürlich denselben. Aber er ist relativ kurz, ne? Warte mal kurz. Wie meinst du kurz? Also hier, dass hier die Birne schon wieder frei ist. Ja, das Thema ist jetzt folgende. Würdest du Schutzgas schweißen, würde ich natürlich ein Cappy umdrehen, nach hinten anziehen. Genau. Ja, wenn die Spritzer kommt, dass du hier die Birne nicht verbrennst. Aber habt ihr ja nicht. Genau, bei Wigschweißen hast du das nicht. Ja. Ist jetzt deins. Ja. Hast du nicht. Ja, haben wir nicht. Hat er nicht. Hab ich nicht. So, gut. Wir können durchgucken. Du musst jetzt gleich gucken, dass auch... Das sieht schon ernst aus. Wer ist wer? Ha, hallo, ich bin JP, willkommen bei... Nein. Ich bin aber nicht so breit wie du. Hör mal, aber du hast breite Leute da hinten. Ja, das stimmt. Ja, deswegen hast du wieder... Hast du Michi schon gesehen? Der ist richtig breit. Der hat einen weißen T-Shirt. Ja, ja, Monster. Der trägt die Autos hier raus. Ja, ich habe ihn gefragt, ob der persönliche Bodyguard von dir ist. Manchmal. Ja, sagt er nein. So, pass mal auf, wir heften uns das Ganze jetzt so, damit wir hier besser reingucken, damit wir das so hinkriegen, ja? So, was habe ich jetzt schon dran? Gas ist schon dran. Du kannst mal kurz einmal tippen mit dem Brenner, um zu sehen, ob Gas kommt. Der rechte Knopf oder der linke? Über, nach unten drücken, ganz kurz. Siehst du? Gas kommt. So, wo sind meine Handschuhe? Dein Netz, muss ich das nur mal positionieren hier? Das hat sich jetzt wahrscheinlich beim Transport. Das ist nicht so tragisch. Das ist für die Verwirbelung, das ist optimal so. Okay. So, ich hefte das jetzt einmal kurz da hinten an. Pass auf. Mhm. Wir machen es am besten. Ja, das Optimale wäre natürlich jetzt hier eine Metallplatte. Ja. Um was zu haben. Genau, was zu haben. Kann man nicht. So, deswegen machen wir das jetzt anders. Das kann halten, nicht. Ja, das wird cool. Du hast ja gute Handschuhe. So willst du haben? So, das brauchen wir jetzt nicht. Genau, perfekt. Du kannst auch von hier gucken, was da passiert. Ja. Schau mal. Okay, ich muss sagen, der Helm ist ganz geil. Kannst du gut durchgucken, ne? Ja. Aber wenn auch mal, ich habe jetzt die Dings nicht erwischt. Das ist das Fall nicht gedrückt, Achtung. Das ist jetzt suboptimal mit dem Holztisch, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Immer draufbleiben, damit das abkühlt. Ja, danke. Jetzt hast du eine Bombenverbindung, ja? Ja. Jetzt möchtest du das hier weitermachen. Jetzt guckst du einfach, was ich mache. Natürlich machen das nachher die richtigen Schweißer oder du lässt dir das richtig zeigen, wie das funktioniert. Ne? Also Lehrgang, genau. Machen wir auf jeden Fall. Da bist du aber auch mit bei, ne? Ich werde dir den Link verpassen. Ohne mich geht das nicht. Gib Faust auf. Hast du nicht gesehen, weil der Handschuh so dick ist, das war eine Faust. Ich möchte die Wolfram-Methode weiter rausgucken lassen, damit wir bis nach da unten hinkommen, verstehst du? Ja. Das sind natürlich alle so Feinheiten, die wirst du dann mit der Zeit... Das ist okay. Noch zu weit, ne? Ja, ist okay. Ja? Und jetzt schau mal kurz hier, ich hoffe, ich bin so aufgedreht, ob ich das hinkriege. Oh. Ja. Aber es ist natürlich sehr flach jetzt, ne? Ja. Okay. Wir lassen jetzt auch nur verlaufen, ne? Das ist jetzt ja, schon klar, ist schon klar. Wie aber von der Zugkraft her, von der Verbindungskraft her? Musst du Zusatz dazu geben und mit mehr Energie arbeiten, damit du reinkommst. Genau. Damit du eine 100%. Aber gibt es eine Bemessung, wie viel... Jetzt aushält? Ja. Da gibt es technisch, man müsste jetzt einfach messen, man könnte einen Bruchtest machen, dann kann man das ganz einfach rausfinden. Mhm. Ja? Das ist schon fest, aber für Abgasanlage so ausreichend? Jein, ich weiß, dass sehr viele Abgasanlagen einfach oben eine schöne Naht legen und das ist okay so.
Ja, das heißt, dass die nicht ganz durch sind und keine vernünftige Wurzel hat. Aber ich muss hier ganz klar sagen, eine richtige Abgasanlage, die ewig halten soll, du musst durch sein. Das heißt, du musst formieren, du musst komplett durchkommen und mit mehr Material aufschweißen, das ist dann eine richtige Verbindung, weil da ist ja auch manchmal Bewegung drin. Nee, ja, manchmal ist gut. Ja, und du wirst auch nicht, dass er nach einem halben Jahr zu dir kommt, was hast du denn da gemacht? Ja, ja. Aber das kriegst du alles in einer persönlichen, privaten... Okay. Sollen wir mal ein bisschen was dazu holen? Du kannst jetzt, probier es mal so, ja. Du kannst jetzt einfach, du hast ja gesehen, ne? Ich mach schon. Genau. Du musst gucken, dass du beide Flanken erwischst, ne? Geh mit der Nase weiter, genau, warte, bis die beiden da sind, sich verbinden. Genau, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und durch deine Bewegung erreichst du diese Schuppigkeit da rein, ne? Ja. Wenn du gleich loslässt, bleibst du mit der Fupa drauf. Ziehst nicht sofort weg. Ja, guck mal. Abgenommen so. Bastian, bitte einmal zeigen, dass der Herr Krämer schweißen kann. Was mir sehr gut gefällt, ist einmal die Handhabung, das mit der Power rauf und runter finde ich ganz geil. Das wäre auch live gehen. Das heißt, ich bin mitten dabei, ja. Sehe das Material, ja. Will mehr Power, dann kann ich hoch mit dem Daumen. Ich würde vielleicht bei der Schulung ein Fußpedal bringen. Du kannst auch quasi wie mit dem Auto. Ja, das kann ich. Mit dem Gas. Ja? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du da schon Erfahrung hast. Gott sei Dank. Das macht mir vieles einfacher. Also ich würde sagen, bei der Schulung machen wir auch alle schweißen. Da arbeiten, wir haben jetzt ohne Puls gearbeitet, da arbeiten wir auch mit dem Puls, damit ihr, und die Schulung wird natürlich stattfinden, da werde ich Schweißfachleute dabei haben, die das auch quasi abnehmen, dass wir das alles richtig machen. Ja? Mhm. Aber ich denke, das wird cool. Das wird auch cool. Das wird cool. Ich danke dir. Dafür sind die Handschuhe, das hört sich viel cooler an. Ja? So. Peace und out, oder wie? Tschüss. Tschüss. Close doors, I'm a fool for your love.